Die Regierung hat in ihrem Regierungsprogramm vom Anfang dieses Jahres das Problem beantwortet. Es geht eigentlich nur mehr um die technische Ausarbeitung, denn die Antwort ist, ab 5% der aufgelaufenen Inflation, also kumulierte Inflation, werden die ersten beiden Tarifstufen um genau diesen aufgelaufenen Wert auch automatisch indexiert. Das hat einen großen Vorteil. Es ist 80% des gesamten Volumens, es ist 80% des gesamten Geldvolumens und es ist 100% aller Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen, die davon auch profitieren. Das ist ein Modell einmal, das erstens einmal sicherstellt, dass alle Lohnsteuerpflichtigen davon profitieren und gleichzeitig, was ist mit den restlichen 20%, dass man sich die auch aufbehält für Maßnahmen, die vielleicht wirtschafts- und steuerpolitisch in dem Zeitpunkt, wo diese Diskussion stattfindet, man dann entscheiden kann, wie man sie entlastend verwendet. Das halte ich für richtig. Ich halte aber nichts davon, dass man es per Verordnung macht, sondern immer per Gesetz.